freue mich wieder mal bei euch in Aarau zu sein. Es ist immer schön, hierher zu kommen. Ich werde trotz allem, dass ich immer wieder seit Jahren die gleichen Namen vergesse, trotzdem herzlich begrüßt. Das finde ich sehr nobel. Was mich noch freut, ist so viele gemeinsame Verbindungen, wie eben mit dem Mirjam. Auf der einen Seite kenne ich sie vom Beatenberg und auf der anderen Seite ist die Gabriele Wittmer, Missionarin bei uns, und die ist in Marseille mit der Gemeinschaft der Versöhnung. Und sie kommt ja auch dann im Januar in ihre Heimatgemeinde, dementsprechend nach Olten. Da merkt man, wo man so verbunden ist an vielen gemeinsamen Punkten. Zum ersten Advent ist es schön, in der Gemeinde zu sein, wenn man sieht, da ist ein Adventskranz. Und dann, wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann hat man Weihnachten verpennt. So gibt es das alte Kinderreim. Und das zeigt aber ein bisschen, Weihnachten kann man verschlafen, also verpassen. Und vielleicht vergisst man nicht das Weihnachtsfest an sich, aber den Grund, warum man Weihnachten feiert. Manchmal wird ja das Christkind so ein bisschen degradiert dazu, dass es dafür zuständig ist, dass man endlich mal wieder Geschenke kriegt. Einmal im Jahr nur beim Geburtstag, das wäre ja langweilig. Und manchmal kommt es um das Gerenne, um die Geschenke auch dazu, dass man nachher bei der Weihnachtsgans sitzt und sich eigentlich fragt, wie war das jetzt, Weihnachten, was war da jetzt? Und damit wir zusammen Weihnachten nicht verpennen, deswegen wollen wir schon im Advent anfangen, uns darauf zu besinnen. Und mir geht es schon manchmal so, dass ich merke, ich bin froh, Pastor zu sein. Wenn man so die Adventssonntage hat und eine Weihnachtspredigt, man muss sich zwangsläufig darauf vorbereiten. Das Privileg habt ihr alle nicht. Aber ein Gottesdienst ist ja schon mal eine gute Möglichkeit, sich vorzubereiten auf Weihnachten. Und manchmal fällt es einem auch schwer, sich auf Weihnachten zu konzentrieren, denn Advent heißt ja Ankunft. Und man denkt, da kommt einer an, und das ist auch richtig in dem Sinne. Ja. Probieren wir es nochmal. Nicht ganz bis on durchgedrückt. Advent heißt Ankunft, da kommt einer an, jetzt kommt hier auch was an, genau. Und Jesaja hat eindrucksvoll angekündigt, dass Jesus kommt. Ich lese uns nochmal die Verse 3 bis 10. Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Siehe, da ist Gott, der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Also im Advent warte ich auf Weihnachten. Das wirkliche Weihnachten, mehr als Lichter, Glanz und Geschenke. Ich warte auf das Licht der Welt, das Geschenk für die Welt. Ich warte auf Jesus. Und dann merke ich, eigentlich heißt es ja, da kam einer an. Jesaja spricht vor Weihnachten, ich spreche danach. Und dann bekommt für mich Adventszeit immer wieder so etwas Schwieriges. Ich warte auf Jesus, ja trotzdem, aber eigentlich auf sein zweites Kommen. Aber ich feiere sein erstes Kommen. Und so wird für mich Adventszeit vielschichtiger in verschiedenen Zeitebenen. Und ich möchte es uns in diesem Sinne auch entsprechend nahebringen. Ja. Weihnachten als Ereignis in der Geschichte, in der Gegenwart und in der Zukunft. Einmal sehen wir, Jesus ist gekommen. Das ist für uns keine Überraschung mehr. Das haut auch eigentlich niemand mehr vom Hocker, leider. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal gejubelt haben. Ja, Weihnachten! Und haben nicht an Geschenke, Essen, Frei- oder Feiertage gedacht, sondern an Jesus. Es ist 2000 Jahre her und man muss sich heute immer noch fragen, er hat seinen Platz in der Welt gefunden. Zwar nicht in der Herberge, aber vielleicht in unserem Stall, in unserem Herz.
das auch mal wieder ausgemistet werden könnte. Und das ist eine Chance, Adventszeit zu betreiben. Also wenn man jetzt in der Landeskirche wäre, dann hätten die Altäre oder Kanzeln so ein Tücher. Die haben sogar unterschiedliche Farben. Gibt es da noch jemanden, der weiß, was in der Adventszeit für eine Farbe ist und was die zu bedeuten hat? Gibt es so Leute hier, die sich noch auskennen, einen richtigen Kirchenjahr? Reformiert groß geworden. Ja, gibt's? Violett. Violett. Und was bedeutet Violett? Violett ist richtig, ja. Ja, das wäre grün. Violett, ja. Violett heißt. Ja, genau. Also die Adventszeit ist laut Kirchenjahr eine Bußzeit. Spannend. Die gibt es nochmal, nämlich vor Ostern. Das violette Tuch hängt aus. Und das erinnert uns ein Stück daran, dass man sich vorbereitet auf das Kommen Jesu, nämlich den Stall, in den er einziehen kann, das Herz ausmisten kann. Und man merkt, wenn man das nicht macht, ist man auf einmal so ein bisschen, hups, da ist ja Jesus und wie begegne ich ihm jetzt? Oh, dem König der Welt, dem kleinen Kind, geht besser, lässt man es auch in der Krippe. Aber man kann diese Zeit nutzen, sich vorzubereiten und man merkt, es ist nicht so hip. Man bereitet sich Weihnachten anders vor, man dekoriert und man hat sich auch damals schon damit abgefunden, dass man eigentlich nicht auf den Messias gewartet hat. Man hat sich arrangiert mit der römischen Macht, mit der griechischen Sprache, mit den religiösen Formen und man ist eigentlich damals so unvorbereitet gewesen wie heute. Heute heißen halt die Themen andere. Man arrangiert sich mit der Deko, mit den Weihnachtsgeschenken. Man fragt sich, hast du schon einen Tannenbaum? Oh, wo gibt es denn günstig einen? Aber unser Herz, wenn das mal so gut vorbereitet wäre wie unsere Wohnzimmer auf Weihnachten. Wow. Und dann könnte man sagen, die Zeit, eigentlich eine unchristliche Zeit. Jesus kam mitten in der Nacht. Man könnte es wirklich verschlafen, geistlich verschlafen. Könnte man sagen, ist Jesus denn unpassend gekommen? In Galater 4, Vers 4 heißt es, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Hätte er nicht wenigstens am Tag kommen können? Als die Zeit erfüllt war, es gibt viele Gründe für Gott, warum das so gewesen ist. Man könnte sagen, man konnte die Welt mit dem Schiff bereisen. Die Sprache hat es ermöglicht, dass das Evangelium nachher auf Griechisch ins ganze damalige Weltreich hinausgehen konnte. Aber es war auch die Zeit, wo sich eine Menge alttestamentlicher Prophetien erfüllen konnten. Es war eigentlich der perfekte Zeitpunkt. Und für Maria und Josef hieß es, oh Mist, reisen. Vielleicht haben die auch manchmal gedacht, oh, ein schlechter Zeitpunkt jetzt so eine Volkszählung. Wieso müssen wir jetzt von Nazareth nach Bethlehem? Weil es in der Bibel steht. Damit die Prophetie erfüllt wird. Wir fragen uns so manches, was in unserem Leben passiert, warum muss das jetzt sein? Weil es Gottes Plan ist. Vorbereitungszeit. Und das heißt auch in unserem Text, in der Wüste bereitet dem Herrn einen Weg. Bereiten wir ihm einen Weg, indem wir unser Herz in Frage stellen. Und dazu müssen wir uns auch überlegen, wie sieht es denn aus in meinem Herz? Was ist denn das mit Jesus? Was hat Jesus eigentlich gewollt, als er auf die Erde kam? Dann kann ich mich auch entsprechend vorbereiten. Nur wenn ich weiß, dass Gäste kommen, die mir wichtig sind, wische ich auch Staub. Und wenn man weiß, da macht jemand so oben am Schrank, wischt man auch oben am Schrank. Sonst lässt man es. Also man muss wissen, was hat es denn auf sich? Auf was bereite ich mich denn vor? Und Jesu Auftrag war es damals, die Beziehung zwischen Gott und Mensch möglich zu machen. Eine Beziehung, die nicht möglich gewesen ist, weil Gott und Mensch sind getrennt. Aufgrund der Tatsache, dass bei Gott in seinem Reich, im Himmel, in der Ewigkeit, da wird man Sündenvakuum sein. Und dieses Vakuum würde platzen, wenn nur eine einzige Sünde dort in den Himmel reinkommt. Und deswegen können wir Menschen nicht in den Himmel. Jeder würde eine mitbringen und das passt nicht zusammen. Und Jesus kam auf diese Welt, um diese ganze Sünde beiseite zu nehmen, damit wir
Gemeinschaft mit Gott, diesem heiligen Gott, haben können. Und dann heißt es im Jesaja: In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine Bahn unserem Gott. Und dann muss ich sehen, wie sieht mein Leben aus? Und da ist viel geistliche Wüste. Da ist viel Sand im Getriebe. Und es ist schon spannend, dass das Volk Israel in der Wüste war und nachher Johannes der Täufer in der Wüste Jesus einen Weg ebnete, um aus dem unfruchtbaren Boden in unserem Herzen eine Oase zu machen. Dort, wo lebendiges Wasser fließen kann. Aber so eine Wüste verwandelt sich nicht einfach so in eine Oase. Den Sand der Adventszeit kann ich Jesus anvertrauen. All das, was so in meinem Leben schief geht, was so diesen Sand ins Getriebe hineinbringt, dann funktioniert es nicht mehr, dann kracht es in Beziehungen zu Gott und zu den Menschen. All das kann ich Jesus bringen. Und dann kann ich wieder vor ihm stehen, leer, aber mit Händen, die er füllen kann. Dafür kam Jesus auf die Welt, damit ich wieder in Gemeinschaft mit ihm bringen kann. Und eine Möglichkeit ist es, diesen Sand wirklich ans Kreuz zu bringen. Jesus ist ja nicht nur gekommen, um in der Krippe zu liegen, sondern vor allen Dingen auch um am Kreuz all das wegzuschaffen. Das ist das, wo wir sagen können, Bußzeit, Adventszeit, ich bereite mich vor, ich schmücke mein Herz, ich mache es frei von Jesus, freimachendes Herz reinigen lassen. Das ist die Chance für Weihnachten. Und wenn man dann merkt, oh, die Bude im Herz, die wird jetzt sauber und strahlt und da ist Jesus, dann kommt auch Weihnachtsfreude auf. Das ist das Gegenteil von Weihnachtsstress. Aber die kann nur aufkommen, wenn wir uns auf das konzentrieren, was auch wichtig ist in diesem Herzen. Und diese Weihnachtsfreude, das ist auch das, was wir eben gesungen haben, die man dann weitergeben kann. Die Hektik kann man auch weitergeben, aber das ist ja eigentlich gar nicht unser Sinn. Es gibt Menschen, die freuen sich auf Urlaub, Essen oder Geld. Und die Industrie macht einen Mordshandel darum und damals ging es auch ein bisschen um den Kommerz dessen, dass man eine Volkszählung hat, damit man Steuern eintreiben kann. Ja, wir können uns entscheiden. Wo machen wir mit? Wollen wir die Freude auf den süßen Gaumen weitergeben? Erzählen wir von Weihnachten auch von dem, was wir gebacken haben? Oder erzählen wir von dem, was wir nicht gebacken gekriegt haben, wo wir es abgeben mussten am Kreuz? Was dokumentieren wir denn den Menschen um uns herum? Das heißt nicht, dass wir jetzt nicht mehr dekorieren dürfen, unser Haus. Ist nur die Frage, für wen machen wir es schön? Wer ist der Stargast bei uns zu Hause? Jesus kommt. Wartest du noch oder schläfst du schon? Weihnachten als Ereignis von heute. Na, ich probiere es jetzt noch einmal. Ja. Heute, das ist so eine Sache. Das kann man ja auch immer nur gerade jetzt haben. Vergangenheit ist lang, die Zukunft ist groß, heute ist nur so ein winziger Zeitpunkt. Und manchmal denke ich mir, Weihnachten ist so ein bisschen wie, alle sind da, wie auf so einer Weihnachtspyramide. Maria ist da, Josef ist da, die Schafe sind da, die Hirten, die Engel und wir natürlich auch. Und wir betreiben das manchmal, das Weihnachten mit dem Weihnachtsrummel. Wir drehen uns um Jesus und schneller und schneller und schneller und schneller. Und wundern uns, dass wir dann außer Atem sind. Wir drehen uns die ganze Zeit um Jesus und kommen kein Stück näher. Man kann sich auch schneller drehen, aber man kann nicht das mit Geschwindigkeit wettmachen, was einem an Richtung fehlt. Man müsste manchmal einfach nur einen Schritt auf Jesus zumachen, anstatt sich die ganze Zeit wie diese Pyramide um etwas zu drehen. Und dazu braucht man natürlich auch nicht nur eine gewisse Vorbereitungszeit, das Ausmisten im Herz, Sand wegschaffen, Buße. Da muss man es auch mal still werden lassen. Und einfach mal nur zur Feststellung, Gott brüllt nicht. Das heißt, man kann mal den Wecker, den PC, das Laptop, all das ausmachen, das Handy, das iPod, Stille zu haben. Dann kann man auch mal Jesus hören.
Man kann mal den Putzlumpen wegtun, die Handtasche, den Joystick, den Fußball, das Fahrrad, den Kuli zur Seite legen. Was man so alles in der Hand hat. Man möchte ja immer viel machen. Manchmal ist weniger mehr. Manchmal habe ich das Gefühl, Jesus muss so durch alle möglichen Ritzen in mein Leben hinein, weil der Haupteingang zu ist, mit all dem Gerümpel, was dort steht. Jesus möchte zu dir kommen und wir dürfen unserem Herrn den Weg bereiten, den roten Teppich ausrollen, vom Haupteingang, vom Herz weit aufmachen. Bereite dem Herrn einen Weg, denn der Herr kommt gewaltig. Die dritte Komponente. Jesus als Ereignis in der Zukunft. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Yeah. Siehe, was er gewann, ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Wir warten auf Jesu Wiederkunft. Warten ist heutzutage Stau. Also warten heißt für die meisten Elend. Warten ist nicht in Mega-Out, geht uns gegen den Strich, weil wir leben in einer Gesellschaft, die erstens, ich will alles sofort und ich kriege alles sofort. Welches Kind hat warten gelernt? Muss es nicht mehr. Man kann nämlich alles sofort haben und kriegt es auch in der Regel. Welches Kind schreibt eine Wunschliste und kriegt nicht alles, was draufsteht? Und meistens noch mehr. Danke, ja. Da wäre ein so ein Kind. Du hast noch warten gelernt. Aber was ist, wenn jemand nicht das kriegt, was er will, und zwar sofort? Ein Kind, das schreit. Und die Erwachsenen machen das immer noch. Ja? Anders. Nicht mehr, sondern perfider, subtiler. Wir leben in einer Gesellschaft, wo eigentlich alles möglich ist. Warten ist, haben wir verlernt. Manchmal muss man warten. Warten, wieder gesund zu werden. Deswegen ist Gesundheit auch mit das höchste Gut. Das ist das Einzige, wo man fast noch warten muss. Bei den Christen gibt es noch eine zweite Achse, wo man warten muss. Wahre Liebe wartet. Und deswegen quälen die sich auch bei dem Thema so. Warten ist ein Elend. Ich musste bis 30 warten, bis ich heiraten konnte. Das ist blöd. Und deswegen habe ich es auch verlernt zu warten und deswegen ist Warten für mich auch nicht mehr eine Chance. Eigentlich ist dieses Warten auf Jesus ja eine Riesenchance. Und im Warten gibt es zwei Zeitachsen. Einmal gibt es die Dinge, die mit Sicherheit bald eintreten werden. Warten im Stau. Irgendwann komme ich ans Ziel. Warten an der Kasse. Und was macht ihr in dieser Wartezeit? Ärger. Ganz ehrlich, Ärger. Mein Wunsch ist, beten. Stellt euch einmal absichtlich an die längere Kasse im Supermarkt und betet. Hey, das sind maximal 90 Sekunden, die ihr länger wartet, vielleicht 5 Minuten. Hey, man kann in 5 Minuten so viel beten. Wenn ich jetzt 5 Minuten schweigen würde, das wäre eine Ewigkeit für euch. Also warten auf die Dinge, die bald kommen. Dann gibt es die Dinge, die eventuell kommen. Und wenn sie dann kommen, heißt es, wo warst du denn so lange? Oh, ich habe dich ja schon lange nicht mehr gesehen. Schon ewig nicht mehr. Dann kriegt man noch Druck gemacht. Oder man vergisst die Dinge und auf einmal sind sie da und dann nimmt man sie ganz selbstverständlich, wie nebenbei. Und dann bekommt die Dinge, verlieren ihren Wert. Wie wartest du auf Jesus? Ist es so ein nervliches, oh, könnte er doch schon morgen kommen? Oder ein, ich habe es schon längst vergessen, dass er kommt? Oder wenn er mal in meinem Leben was machen soll, ich bitte ja ständig um irgendetwas, na endlich! Oder ganz ärgerlich, ist immer noch keine Freundin, immer noch kein Job, immer noch krank, ich warte. Nein. Warten. Es gibt ja diesen Bauern, der hat sich gesagt, ich kann nicht mehr warten, ich helfe den Pflanzen allen mal ein bisschen raus. Waren alle tot. Die Dinge brauchen ihre Zeit.
letztendlich unterscheidet sich unsere Haltung beim Warten. Herr, schenk mir Geduld, aber bitte sofort. Oder Herr, gib mir die Gelassenheit, die Dinge anzupacken, die ich nicht ändern kann, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Das heißt aber nicht, dass wir unsere Hände in den Schoß legen. Wir sollen unser Leben nicht absitzen, sondern aktiv gestalten. Wir haben einen Auftrag, denn diese Wartezeit, wie schon gesagt, ist ja kein, ich stehe im Stau, ärgerlich, sondern eigentlich ist diese Wartezeit eine Chance. Die Bibel nennt diese Wartezeit Gnadenzeit. Es ist die Chance, dass Menschen in eine Beziehung zu Gott kommen. Und diese Wartezeit heißt ja nicht, wir warten auf einen, der kommt dann so ganz jämmerlich dahergekrochen, schleicht sich mit letzter Kraft über die Ziellinie. Nein, wir warten auf einen Herrn, der kommt gewaltig, als Sieger, eine Demonstration, wir warten auf eine Siegesfeier. Als Bayern-Fan warte ich am Ende der Saison mal wieder auf einen Titel. Und ich muss sagen, als Jesus-Fan weiß ich, wir werden ihn gewinnen. Wir haben ihn schon gewonnen. Ereignis in der Vergangenheit, in der Gegenwart. Ich gehe als Sieger durchs Leben. Nicht ich, weil ich so toll bin, sondern weil Jesus Sieger ist. Es ist eine gute Nachricht. Ich muss gar nicht erzählen, da ist Krieg, da ist Streit, da ist Elend. Ich habe eine gute Nachricht von einem, der gewonnen hat gegen das Böse, gegen die Sünde, gegen das Elend in der Welt. Jesus kommt als Sieger. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Daran erinnert uns übrigens der Adventskranz. Das Ding ist ein Siegeskranz in der damaligen Zeit gewesen. Sowas wie Goldmedaille vorne. Der Adventskranz heißt eigentlich, wir sind bei den Siegern dabei. Und dann kommt noch das Licht der Welt da rein. Hey, so viel Symbolik. Kirchenjahr. Wir berauben uns ja als FEG manchmal selber. Ich versuche uns das jetzt alles wieder ein bisschen reinzubringen. Aber prüfet alles und das Gute behaltet und das Schlechte lasst wieder sein. Aber Siegeskranz steht für mich auch rund. Ewigkeit. Ja, da steckt Grün, Hoffnung. Oh Mann, das Ding ist klasse. Ihr solltet unbedingt so einen haben. Es ist die Frage, auf was warte ich? Warte ich auf gemütliche, romantische Stimmung? Kann auch sein, finde ich auch toll. Oder warte ich auf einen Sieger, der in Ewigkeit leben wird? Und ein tschechischer Schriftsteller hat mal gesagt, je edler ist, worauf du wartest, umso weniger wichtig ist, wann es kommt. Oh. Also ich bin einer, der hasst warten und meine Frau kommt notorisch zu spät. Ich darf das sagen, sie ist mir nicht böse, wenn ich das sage. Ich sage normalerweise, erzähle ich nie was Schlechtes von meiner Frau. Aber das Problem, ich werde jetzt weiter erzählen, ist ja, ich bin das Schlechte. Ja? Wenn ich auf sie warte und dieser Spruch stimmt, je edler ist, worauf du wartest, umso weniger wichtig ist, wann es kommt. Also wenn ich ungeduldig auf sie warte, mache ich sie schlecht. Und das ist auch bei Jesus ein bisschen so. Wir warten auf ihn, auf den Sieger und diese Zeit, die uns bleibt, kann man nutzen, um sich zu ärgern, um ungeduldig zu werden oder um zu sagen, hey, es ist Gnadenzeit und ich habe eine super Nachricht, die in dieser Zeit verkündigt werden sollte. Und dann ist meine Frage, machen wir das? Im Himmel ist noch Platz. Platzkarten sind noch da. Wir dürfen sie verteilen. Also Jesus ist die Platzkarte. Sind wir noch dafür bereit? Wann habt ihr zum letzten Mal eine Adventszeit genutzt? Und es ist toll, dass ich jetzt frage, gell? Es ist ja starr. Wann habt ihr es? Wenn ich in 4 Wochen frage, es wird peinlich, ja? Wann habt ihr zum letzten Mal in der Adventszeit jemand von Weihnachten erzählt? Peinliche Fragen sind immer blöd, darf ein Prediger nicht stellen. Ich könnte dem Armin noch schreiben, er soll in 3 Wochen mal fragen. Wann habt ihr das letzte Mal gesagt, Weihnachten ist für mich, Jesus kommt als Sieger? Eine frohe Botschaft, super, klasse, geniale Zeit.
Ich feiere Weihnachten als ein Ereignis in der Vergangenheit, weil Jesus geboren wurde. Als ein Ereignis in der Gegenwart, weil er für mich gestorben ist. Als ein Ereignis in der Zukunft, weil er wird kommen als Sieger über das Böse, über den Tod. Ich habe eine gute Nachricht. Ich durfte letztens beim Arzt sein und der Arzt weiß, dass ich Pastor bin und sagt, ja, strenge Zeit, jetzt viel zu tun im Advent. Und kam dann so ins Gespräch, nachher kam die Sprechstundenhilfe, also es war eine längere Angelegenheit bei einem Doktor. Und dann hat er so, waren wir gerade so im Gespräch und die war mehr atheistisch groß geworden und für die war Weihnachten, Advent nicht so eine Bedeutung. Wenn man aber mit dem Pfarrer spricht, muss man ja so ein bisschen was dazu sagen. Und dann kamen wir so ins Gespräch und über das, was Kirche so macht, und dann sagt ich einfach nur nachher, eigentlich ist es schade, dass der Sinn von Weihnachten verloren geht. Wir feiern ja eigentlich das Geschenk Jesu für uns und das sollte ja eigentlich ein Liebesfest sein. Es ging so vorher drum Weihnachten und Streit und so. Und ich hatte eine Chance, einfach nur, weil ich Pastor bin und man darauf angesprochen wird, ein Zeugnis zu geben. Also ich hatte es einfach, deswegen euch die schwierige Aufgabe, versucht mal, über Weihnachten mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen. Es gibt so viele Anknüpfungspunkte. Wir haben die gerade alle gehabt. Adventskranz, warten müssen, Weihnachten, dekorieren. Ich möchte euch herausfordern zur Kreativität. Und das Glück ist, ich komme nächste Woche nicht wieder. Ihr könnt das machen oder es lassen. Es ist die Chance. Weihnachten, verpennst du es? Oder bist du wach und dabei? Siehe, da ist Gott der Herr, er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm, was er sich erwarb, geht vor ihm her. Wir haben jetzt noch eine Minute. Ihr werdet sehen, wie lang eine Minute ist. Könnt euch nochmal mit der Predigt auseinandersetzen, wer vergesslich ist. Da sind die wesentlichen Punkte. Und dann werde ich noch mit uns beten. Herr Jesus, ich freue mich, dass du gekommen bist und du bist gekommen als König der Welt und ich möchte auch dieses Jahr meinen roten Teppich ausrollen. Ich möchte mein Herz ausmisten und es schmücken und es schön machen für dich, Herr, weil du verdienst es, du bist würdig, du bist herrlich, du bist groß. Und ich möchte dich erleben in meiner Gegenwart, im Jetzt, im Hier, mit dir zusammen unterwegs sein. Auf das hören, was du mir zu sagen hast. Und ich weiß, du wirst wiederkommen. Und die Freude darüber, die möchte ich gern anderen Menschen sagen. Schenk mir Gelegenheit und Mut. Danke, dass du auch die richtigen Worte schenkst. Auch das Schweigen zur rechten Zeit. Das Zuhören. Herr, und wir werden in den nächsten Wochen alle irgendwo warten. Lass es uns doch
nutzen. Es ist Gnadenzeit. Keine Ärgerzeit, sondern Gnadenzeit. Und wir wünschen uns, dass viel mehr von dieser Gnade ausströmen kann in diese Welt hinein. Und gebrauch du uns doch als Gefäße dafür. Und danke, dass wir diese Vorbereitungszeit haben, dass aus diesen Gefäßen auch Gnade rausfließen kann und nicht Ärger oder Sand oder sonstige komische Dinge. Herr, danke, dass du da bist und dass du kommst. Herr, schenk diese Freude ganz neu auf dein Wiederkommen. Herr, segne du uns. Amen. In dem Sinne, dass Jesus kommt, singen wir jetzt auch noch mein